Ich säge den ganzen Tag, denn ich hätte gern einen super Katapult, womit ich meine Feinde zerstöre. Moin Leute! Am heutigen Tag bauen wir unser eigenes Katapult. Und zwar beim Medieval Builder Simulator. Ich bin endlich in unser Belagerungslager angekommen und meine Mission ist es jetzt, das Katapult zu bauen. Zunächst sollte ich den Ort überprüfen, an dem ich es bauen muss. Abfahrt! Sie können mit WASD gehen. Oh, Alter, oh, krass. Was ist das denn für eine Maus-Sensitivity? Oh ja, viel besser. So, was gibt es denn hier? Ja, was ist das denn, Alter? Ist das die Toilette oder was rührst du da an? Oh, guck mal hier, edle Ritter, die uns helfen werden, unsere Feinde zu zerstören. Fahren Sie zur Baustelle. Ja. Ich brauche Holz, um zu bauen. Ich sollte zum Hain in der Nähe gehen und ein paar Bäume hacken. Wählen Sie die Tools, indem Sie die Registrierkarte. Ja, mach ich. Ja, einmal die Axt. Guck mal, hier ist so ein richtiges Lager. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bauen wir das Katapult und dann greifen wir da vorne unsere Feinde an. Ist mega geil. Ich benötige Holz, edle Ritter. Ah ja, hier steckt eine Axt. Ich schlag dich jetzt kaputt. Schneiden Sie den Baum. Ne, ich will den ja nicht. Ich will den kaputt hacken. Was, Junge? Baumfeld! 3 Holzstämme liegen auf dem Boden. Gut. Muss ich die jetzt schleppen oder was? Ah ja. Kann ich alle. Yo, wir sind der stärkste Typ der Welt. Gut. Platzieren Sie den Holzstamm. Ja, mache ich. Muss ich den nochmal klein hacken oder was? Die Bar. Ah! Ja, der muss jetzt hier. Oh ja. Zack, Alter, in der Mitte. Wieder in die Mitte. Alter, ich bin echt gespannt auf unser Katapult. Jawohl. Ich kann anfangen, Katapulte zu bauen. Sehr gut. Dann nehme ich das Ding und den stecke ich jetzt hier so drauf. Sehr nice. Ja, warte, aber ich brauche jetzt ja noch ein paar andere. Zack. Kann ich das auch zweimal drücken? Nee. Das wird das geilste Katapult der Welt. Ich sage euch das. Damit werden wir unsere Feinde zerstören. Die werden keine Chance haben. Ich brauche zwar 20.000 Jahre. Ich sollte den Strahl jetzt auf der Gegenüber... Was für ein Strahl, Alter? Ach so, die kleinen Dinger. Ja, warte mal. So, zack. Und dann schneiden wir das Ding in der Mitte ab. Das ist schon... Ich weiß auch, wie Katapult funktioniert. Zack, so, warte mal ab. Das nehmen wir hier. Zack, der kommt jetzt hier drauf. Und jetzt müssen wir nochmal mit der... Nee, in der Mitte durchschneiden. Ja, guck mal. Zack. Ja. Sehr gut. Ich bin der geborene Handwerker. Da können sich meine Handwerker auch mal hier. Ich sag euch das. Hier wird auch die ganze Zeit wieder gebohrt. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, aber Junge, wenn den ganzen Tag gebohrt wird, die müssen das machen. Das soll alles fertig werden. Aber es ist teilweise so, dass obwohl nicht gebohrt wird, höre ich das Bohren. So, ich brauche jetzt noch ein paar Materialien, um weiterzubauen. Ja, okay. Verstehe ich. Öffne die Box. Ja, ich schnapp mir hier die Nägel. Zack. Ich nehme mir aber ein paar mehr Nägel mit. Weil wer weiß. Oh, hört, edler Ritter. Herr Quartiermeister, ich brauche ein bisschen Ruhe. Etwas Bier. Kein Bier vor 4. Hört, edle Leute. Wo gibt's hier einen Löten? Ah ja, hier. Ein edler, malziger Trunk. Mit feinster Hefe und Hopfen nach dem Reinheitsgebot gebraut. Gönn dir, Brudi. Du hast mein Leben gerettet, Alter. Ja, ich weiß. Wer kennt's nicht, Alter? Bier rettet Leben. So, jetzt nehme ich mir alles hier raus, was du hast. Sehr gut. Achso, da brauchen wir noch weitere Holzbalken. Dann schnappe ich mir meine edle Axt und schlag den Baum kaputt. Oh, wir sind auf fast Level 2. Unten links sieht man das. So, sehr gut. Nehmen wir mit. Dürfte ich jetzt eigentlich ein Katapult bauen? Also so für private Zwecke? Oder sind auch mittelalterliche Waffen verboten? Sehr gut. Zack. Ah ja, guck mal hier. Das muss jetzt auch schon fertig geballert werden. Oh ja. Ist schon fertig? Nee, einer noch. Sind scheinbar nicht nur Katapultbauer, sondern auch... Oh, aufgelevelt. Sehr geil. Okay, jetzt brauchen wir noch halbe. Hier noch einen ganzen. Okay. Ich frag mich... Okay, doch, warte, ich kenne die Antwort. Ich habe mich gerade gefragt, was mein Beruf vielleicht gewesen wäre im Mittelalter. Und dann wäre ich wahrscheinlich... Also so ein Hofnarr. Ich hätte den König unterhalten. Hört. Der Hofnarr Paletto zeigt heute seine Künste. Weil Handwerker... Also ich glaube, aus mir wäre kein guter Handwerker geworden. Obwohl meine Eltern, also mein Vater... Und mein Opa war ja Maurer und auch Fliesenleger, so ein bisschen hier, dies, das. Hat ja auch sein Haus selber gebaut. Und mein Vater ist ja auch, der hat bei der Lufthansa gearbeitet in der Technik.
Also auch eher so handwerklich schon gut. Aber die Frage ist, wo passt Paletto da rein? Ach, wenn ich Möbel aufbaue, bin ich auch einfach ein Fuscher. Ja, bleibt der Nagel, der muss da nicht rein. Das ist nicht nötig. Wie das an der Wand befestigen, das muss nicht. So, befestigt ihr immer eure Schränke an der Wand? Ich habe mal gehört, das muss man eigentlich machen, so zur Sicherung, damit der Schrank nicht umfällt. Bei den Kindermöbeln habe ich es gemacht. Aber mein eigenes Leben ist mir nicht so viel wert, als dass ich da in die Wand bohre. Ich säge den ganzen Tag, denn ich hätte gern ein super Katapult, womit ich meine Feinde zerstöre. Sorry. Frage, könnte ich... Oh, aufgelevelt. Könnte ich mit so einem Katapult auch einen Menschen abschießen? Wurden manchmal Menschen damit abgeschossen? Man sieht das ja manchmal in Cartoons. Ich meine, das müsste doch stark genug sein. So, sehr gut. So, jetzt brauche ich aber nochmal mehr Holz. Hier, woher kriege ich denn die Achse und so weiter her? Oh, warte. Hier, die Feder. Ah ja, okay, die nimmt am Ende dann den Schwung auf. Gut, woher kriege ich das Seil? Muss ich wahrscheinlich gleich nochmal den einen Willi fragen. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier auch nochmal... Doch, Holzstrahlseil. Hat hier jemand nochmal ein... Oh, hier, Seil. Oh, sehr gut. Können wir ansonsten noch irgendwas klauen? Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn ich hier Seil schon mal ranpacke... Warte mal, habe ich vielleicht... Vielleicht habe ich Skills. Obwohl, nee, das hätte das Spiel mir gesagt. Die Frage ist aber, was bringt dann das Aufleveln? Tatsächlich, guck mal hier. Okay, wir haben zwei von diesen Dingern. Achsschwung. Boah, Junge, ich weiß gar nicht, was ist hier geil? Überlegen wir uns mal. Wir klatschen jetzt erstmal die Dinger hier dran. Seile haben wir glücklicherweise. Zack. Wir brauchen halt noch diesen Katapultarm. Okay, was ist, Junge, was ist das denn für eine Geste? Was macht er denn da jetzt gerade? Es sieht mega sass aus. Ah, nochmal klopfen. Andere Seite auch nochmal. So, GG. Ich brauche ein paar Seile, um weiterzubauen. Ja, die Seile habe ich schon geholt. Ich brauche aber immer noch eine Achse. Hier irgendwie so ein Katapultarm. Ich weiß nicht... Ah, warte, hier! Hier ist der Katapultarm. Ja, ja, der wird wahrscheinlich dann später freigeschaltet. Aber jetzt muss ich den auch nochmal fiddeln. Sehr gut. Zack. Ah ja, die müssen auch nochmal mit Seilen. Ohne Witz, es sieht langsam aus wie ein Katapult. Das wäre geil, wenn man so am Ende fällt, dass so, es fällt einfach auseinander. Dann würde ich weinen. Oder flüchten, weil wahrscheinlich der König mich hinrichten lässt. Mach mal nicht König, ich baue doch jetzt hier gerade super Katapult. Zack. Jawohl, wieder klopfen. Drauf da. Finished. Jetzt brauchen wir hier nochmal einen gefiddelten... Oh, wir brauchen auch nochmal neue Nägel. Wann kann ich denn diesen Katapultarm... Also, er liegt ja... Ah, doch, da abholen, Katapultarm. Geil. Zack, drauf da. Oh ja. Ey, da fehlt wirklich nicht mehr viel. Wofür ist das hier? Oh, was haben wir hier? Achse. Ja, doch, die müssten wir doch jetzt auch auftreiben. Ja, Achse, Achse, Achse. Hier einmal. Ah, es fehlen da auch nochmal Nägel. Hier kann eine Achse rein. Hier... Ja, ja, und Seil und Nägel. Okay, aber Nägel habe ich nicht gefunden. Ah, vielleicht nochmal auf der anderen Seite? Nee. Muss ich dem einen nochmal ein Bierchen bringen, damit ich nochmal was bekomme, oder was? Ne, hier ist das andere Rad. Öffne die... Ah, guck mal hier. Was hatten wir jetzt hier? Ah ja, wir brauchen aber trotzdem nochmal die Achse und ein Seil. Ah, hier drin ist eins. Chillig. Ich brauche ein paar Achsen. Ja, ja, die habe ich am Start. Alles gut. Guck mal hier. Zack. Wir müssen halt hier die nochmal festmachen. Da holen wir unseren guten alten Freund den Hammer raus. Oh ja, das wird geil. Gut, da kommen auch die Räder drauf, aber ich habe nur zwei Räder gefunden. So, hier wird nochmal ordentlich. Ja, perfekt. Ach, yes. Ja, warte. Ja, sehr gut. Oh, da kommen schon die Räder. Alter, ich glaube, wir sind gleich fertig. Katapult braucht Räder. Yeah, warte mal, warte mal, warte mal. Cool. Zack, erstes Rad. Kann ich mehr als eins tragen? Ne, gut, die sind vermutlich auch das ein oder andere Kilo schwer. Gut, wir haben aber trotzdem drei riesige Baumstämme getragen. Oh, da oben brauchen wir auch nochmal was. Ja, ja, hier brauchen wir noch einmal ein gefürdeltes Holzdingeling. Dann machen wir gleich die Räder fest mit dem dicken Nagel. Batz, batz. Fertig, sehr gut. Wir müssen ja auch mobil sein. Weißt du, wenn der Testschuss daneben geht, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. So, jetzt noch einmal Palettos Tip-Top Holzimolz-Kunst. Und dann, ich bekomme den, ich brauche nur noch ein paar Teile. Ja, 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 alles gut. Und ich weiß zwar nicht, wozu das, also, wozu ist das? Ach, da geht das Ding ja, da klatscht das Ding dran.
Okay, warte. So, edle Ritter und Knappen, Alter. Macht euch jetzt mal schön bereit hier. Sehr gut. Fertig? Ach, hier hinten. Zack. Oh, was ist das denn jetzt? Ah, damit wird es so festgehalten. Damit das nicht wegklatscht. Endlich ist das Katapultbar. Was heißt hier endlich? Testen wir es im Kampf. Okay. Sie müssen ihre nackten Hände benutzen. Oh ja. Ja, wir müssen da jetzt... genau, dann drehen wir es zurück. Ja, warte mal ab. Jetzt müssen wir hier was drauf, genau. So einen kleinen Stein. Der kommt hier rauf. Einige Gebäudeteile sind stabiler als andere. Suchen Sie nach den... Okay. Drehen. Oh ja. Was müssen wir denn? Das Tor zerstören? Schießen! Oh, das Ding fliegt! Das Ding fliegt! Ja. Okay. Ist nicht schlecht. Wieder rein, das Ding. So, ziehen wir mal auf das Tor. Und Abschuss! Komm, flieg, 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 flieg. Ja, das Tor scheint sehr stabil zu sein. Aber der Tower nicht. Zack. Und Abschuss! Oh, der fliegt gut. Bam, Junge. Ja, ich denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir könnten natürlich auch versuchen, rechts das Ding zu... Oh, das wollte ich nicht. Man könnte natürlich... Genau, man könnte auch so zielen. Zack. Oh, 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 das ist gut. Ja... Ich weiß nicht, ob wir da wirklich viel Schaden anrichten. Ich würde dann doch eher bei dem bleiben. Zack. Fast alle Objekte können als... Oh, okay. Dann nehme ich wirklich mal so einen Ritter. Ja, das Ding ist, ich will es mal schieben. Oh. Ah, guck mal an. Genau, wir wollen doch hier oben mal ballern. Abschuss. Jawoll! Also da können wir ganz gut Schaden, glaube ich, anrichten. Weil deren Verteidigungsmauern sind es jetzt, glaube ich, nicht. Nochmal. Kommen wir da nochmal... Oh ja, da kommen wir jetzt schön durch. Ups. Junge, ich hätte schon längst einen Arm verloren, ich sag's euch. Zack. So, jetzt müsst ihr da auch hinten... Jawoll, guck mal, da würden wir durchkommen jetzt. Abschuss. Oh, jawoll. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier der Einzige, der am Aggern ist. Meine ganzen anderen treuen Ritter, die machen nix. Die faulen Hunde. Batz. So, hier, guck mal, jetzt könnten wir durch. So, schießen wir mal so. Ich muss halt wahrscheinlich das Fundament auch... Oh, oh, let's freaking go. Das war ein guter Treffer. Ich hab den... Jawohl, die Tat ist fertig. Der Turm brach zusammen. Ich kann mich endlich ausruhen. Halleluja. Gehen Sie zum... Oh, jetzt wird gefressen, Alter. Erst Turm zerstören, dann was Leckeres essen. Ja, aber nicht die Suppe, die der eine Typ gemacht hat. Ohne hier gibt's Brot. Unser loyaler Valedo. Mit großem Vergnügen schreiben wir Ihnen heute, um unsere Dankbarkeit und Bewunderung für den jüngsten Erfolg bei der Zerstörung des Grenzposten des Feindes auszudrücken. Ja, ehrenwerter König. Es war mir eine große Freude. Verstanden. Eieiei. Oh, das nächste Level, einsamer Turm. Schlucht. Oh nein, kommt er wieder mit? Mit seiner Suppe. Scheiße, Mann, bitte nicht. Es scheint, dass die Armee dieses Gebiet bereits gesichert hat. Ich muss die Baustelle überprüfen. Ja, was bauen wir denn jetzt? Ja, oh. Ich glaube, hier bauen wir so ein Tribuget. Also ein Schlingending. Aber nun gut, Leute. Genügend Waffen für heute gebaut. Unser Katapult, eine 10 von 10. Wenn euch das Video gefallen hat, schallert gerne ein Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.